Hey, hallo Lieben, da ist er wieder, eure Katrin, und es wird Zeit, euch die 2019er Repaint-Version des bekannten Paco Allosaurus vorzustellen. Und in meinem Unboxing-Video dazu hatte ich ja schon das ein oder andere zu dieser Bemalung gesagt, ja, zur Qualität der Bemalung. Doch darauf gehe ich dann später nochmal ein. Kommen wir zuerst zu den Abmessungen, also ist ja dasselbe Modell wie schon die Vorgängerversion, ja, also unterscheidet sich nicht wesentlich. Ist genauso lang, also 25 cm ungefähr und an der höchsten Stelle etwa 10 cm. So, hier ist nochmal der Papo Allosaurus mit dem 2019er Repaint als Promo-Version. Ja, so wurde er dargestellt, so wurde er angepriesen. Und das ist letztendlich das, was wir bekommen. Ja, also das ist ja schon ein himmelweiter Unterschied. Tja, aber schauen wir uns das gute Stück mal aus der Nähe an. So, da haben wir erstmal den Kopf, wie immer. Ja. Da sieht man schon, dieses Blau im Gesicht fehlt ihm. Hier ist hier höchstens so ein Blau-Grau so angedeutet. Hier wurde nochmal ein bisschen beige abgesetzt. Recht unsauber gemalt, einfach so ein bisschen draufgeklatscht. Auch der Rotton ist eher spärlich gehalten hier. Ne? Tja. Ich meine, trotzdem finde ich es noch recht interessant, ja, nochmal eine andere farbliche Version des Papo Allosaurus zu haben. Aber dennoch, es wäre absolut cool, wenn er doch so aussehen würde wie auf den Promo-Bildern. Ne? Ja, dann haben wir hier den Körper. Das Modell selber kennt ihr ja. Habe ich in der Vergangenheit ja schon mal vorgestellt. Und zwar die erste Version. Die Details sind natürlich enorm. Ja, da muss man gar nichts weiter zu sagen. Es ist ein fantastisches Modell. Ein absolutes Highlight in jeder Sammlung. Also hier gehe ich im Prinzip nur auf die neue Farbgebung ein, weniger auf das Modell. Und hier spiegelt sich dieser weiße Streifen wieder, den wir auch schon auf dem Promobild hatten. Ich stelle es nochmal rein und später nochmal vergleichen kann. Naja, hier dieses Blau-Grau. Hier sind auch diese Tupfen etwas angedeutet, wie man es auf dem Promobild sieht. Hier dieses Beige auch noch recht simpel, einfach mal so drüber und fertig. Dann hatte ich in meinem Unboxing noch erwähnt, dass es aussieht, als wäre die Bußmasse leicht transparent. Das erschien mir hier so an der Partie und am Unterkiefer. Also es sieht recht sonderbar aus, ja, als wenn das so ein bisschen da durchschimmert. Schon sehr speziell. Das ist bei dem Vorgängermodell nicht so. Ihr Lieben, weiter geht's mit der Flanke. Ja, normalerweise würde sich ja hier auch noch so ein Rotton langziehen. Der ist zwar auch in Spuren vorhanden, aber kaum wahrnehmbar. Man sieht hier so ein bisschen rostrot. Und dann hier diese Streifen da, die sich in den Promobildern eigentlich gar nicht wiederfinden. Dann haben wir hier noch diese Bemalung der Oberschenkel. Die sind auf den Promobildern auch eher so hohlblau, aber es kommt immer darauf an, welche Beleuchtung das Promo-Objekt dann geknipst wurde, beziehungsweise später in der Nachbearbeitung der Fotos. Ja, dann kann das auch ein bisschen verfälscht werden, aber wie gesagt, das 2019er Repaint weicht doch sehr stark von den Promo-Bildern ab. Und so manch einer hat sich schon ziemlich enttäuscht darüber geäußert, nicht nur der gute Rupi. Ja, finde ich sehr speziell. Was ist da bei Papo los? Hier haben wir noch das Muster am Schwanz. Also wirklich sehr simpel, und da kann ich verstehen, dass der gute Rupi das repainted haben möchte. Da habe ich später auch noch eine kleine Überraschung, die ich dann hier noch zeigen möchte. Tja, das ist also das 2019er Repaint. Ja, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare setzen, wer von euch dieses Exemplar bereits hat und was ihr dazu meint. Ja, eure Meinung interessiert mich. Schreibt es ruhig in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Was meint ihr dazu? Nicht so schlimm oder Logo oder was auch immer. Ja. Also, da nochmal zum Vergleich. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Farbgebung findet sich überhaupt nicht wieder. Hier hat er so einen sehr hellen Ton, Beige-Ton mit leichten Grünton, mit so Mintgrün noch dazwischen. Der ist hier einfach braun, ja, so beigebraun, sehr dunkel gehalten.
Ja? Auch diese ganzen netten Gimmicks hier fehlen dem hier nahezu vollständig. Ja, also es sei denn, man möchte diese ganzen Kleckse hier als das da ansehen. Ja? Das ist wirklich sehr simpel gemacht. Ja? Ich meine, Repaints oder Farbschemen wie diese hier zu machen, sind schon sehr komplex, muss ich sagen. Ne? Aber wenn man das so nicht umsetzen kann, sollte man es auch nicht anbieten. Ich meine, wir haben da schon viel aufwendigere Farbschläge gesehen, wie zum Beispiel das von Kryolophosaurus mit seinem extrem aufwendigen Muster und so weiter, ja. Oder der Therizinosaurus, der ja auch sehr spektakulär bemalt ist. Geradezu lebensecht. Und dann sowas? Also wie gesagt, ihr Lieben, da würde mich eure Meinung dazu brennend interessieren, was ihr dazu meint. Ne? Promobild und Endresultat. Finde gar nicht getroffen, überhaupt nicht. Ja, die weiße Linie da am Hals, die kommt noch durch, so ein bisschen. Aber ansonsten, ja, sehr speziell, sehr speziell. Transpartie. Naja. Tja, holen wir noch mal die erste Version des Allosaurus hervor. So, ihr Lieben, hier gibt es noch mal ein Wiedersehen mit der ersten Version des Parpo-Allosaurus, ja. Der hat eine ganz andere Qualität in seiner Bemalung, muss ich sagen. Ne? Also wirklich sehr speziell, absolut toll gemacht. Ja, im Vergleich zur 2019er Version. Den musste ich hier leider auf diesen Plastikfuß setzen, weil der Gute nicht gewillt ist, selber zu stehen. Ja, dem habe ich schon unzählige Male die Füße gebogen, aber er kippt immer wieder. Jetzt muss ich ihn halt so stehen lassen. Tja, also hier hatte man sich damals viel mehr Mühe gegeben, den hier so zu bemalen, wie er halt ist. Sieht absolut fantastisch aus. Und dann das. Ja, lieblos. Recht lieblos. Schönes Modell, schade drum. So, ihr Lieben, und jetzt zum Schluss habe ich noch eine schöne Überraschung für euch. Und zwar hatte der gute Ruby ja den Wunsch, ich sollte ihm den repainten. Ich habe bereits angefangen. Und wie gesagt, bei dem gehe ich in Etappen vor und mache den nicht am Stück fertig, sondern teile mir den in Segmente ein. Und so habe ich jetzt schon mal Kopf- und Schulterbereich fertig. Und so sieht er aus. Ja, das Rest ist hier die Basis. Das wird noch alles übermalt. Aber hier habe ich schon mal begonnen, ihn zu repainten. Wir holen nochmal das Modellchen hier vor, das Bildchen dazu. Ja, und ich finde, das ist nochmal, bin ich doch relativ nah rangekommen, oder? Ist noch nicht ganz fertig. Ja, Kopf und Hals. Da werde ich noch ein paar kleine Nuancen hinzufügen, dann ist es fertig. Und dann kann ich mit den Armen weitermachen, dem Körper, Beine, Schwanz und so weiter. Ja? Die Grundstruktur ist hier gemacht, die Basis ist gelegt. Und jetzt kann im Prinzip die gültige Farbe aufgetragen werden. Tja, ich denke, da kann sich der gute Rupi freuen. Da gibt es aber noch mal ein separates Video dazu. Ne? Und jo. Ich habe da selber Freude dran. Ja. Sehr speziell, sehr aufwendig, aber es macht auch Spaß. Es ist eine schöne Herausforderung. So nah wie möglich am Original, beziehungsweise an seinen Wunsch, Repaint ranzubringen. Ne? Okay, ihr Lieben, das war's dann also schon wieder, das Review zum 2019er Repaint von Papo. Also ich finde, so wie es aussieht, hätten sich das echt sparen können und es bei der alten Version belassen sollen. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Meinungen zu diesem 2019er Exemplar bzw. Repaint. Ja, und ich für meinen Teil klinke mich dann wieder aus, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!